20% Akku, dann 19% haben wir fassen wir uns einfach kurz. Wir haben jetzt hier nach der Pressekonferenz von Wir sind Salzburg einen sehr interessanten Beifang. Mir gegenüber sitzt eine Salzburgerin, wie ich annehme, die in den Genuss gekommen ist als unbescholtene Bürgerin, bereits ähnlich wie der Roman auch das Schicksal teilen zu dürfen oder zu müssen, auch gesiebte Luft geatmet zu haben, ob des unglaublichen Vergehens, wenn ich das richtig verstanden habe, nach einer Demonstration, also wir reden da von diesen bösen regierungskritischen Zusammenkünften auf der Straße, eine öffentliche Toilette in einem Kaffeehaus besucht zu haben, das damals aufgrund der Verordnungen nur für den Verkauf von Café to go berechtigt war. Die Herrschaften des Cafés, müssen wir ja nicht nennen, um denen keine Schwierigkeiten zu machen, waren so nett und so menschlich und haben sie die Toilette benutzen lassen. Sie sind wieder rausgekommen aus dem Café und waren bereits mehr oder weniger umzingelt von der Staatsmacht, die festgestellt hat, dass sie damit ganz, ganz böse gegen gültiges österreichisches Recht verstoßen haben. Und lassen Sie den Seher von Krypto TV daran teilhaben, was das dann alles nach sich gezogen hat. Indem es schon ein bisschen Abstand gibt, muss ich jetzt lächeln und vor allem, weil ich dich ja auch kenne und ja, also es war, eigentlich ist es überhaupt nicht zum Lächeln. Auf jeden Fall bin ich auf einen Kaffee gegangen, ich habe einen Kaffee gekauft und habe dann gefragt, darf ich bitte Ihr Klo benutzen? Und zugleich war eine Bekannte mit mir und die hat sich auch einen Kaffee gekauft und die hat bei der Ausgangstür auf einem Stehtisch unsere zwei Kaffees eben hingestellt und wie ich vom Klo herauskam, sind zwei Polizisten da. Und ein Polizist hat meine Bekannte interviewt und angesprochen und alles Mögliche gefragt und der zweite ist auf mich losgegangen. Da muss man wirklich also fast sagen, losgegangen, weil er einfach so vorwurfsvoll war. Und ich bin also mit vollem Wintermantel herausgekommen, weil es war Jänner. Und habe ihn dann wirklich gefragt, habe ich gesagt, was wollen Sie eigentlich von mir? Ja, also ich war perplex, ich habe das also nicht ganz verstehen können, was der wirklich will. Auf jeden Fall hat er mir erklärt, woher ich komme und warum ich keine Maske trage. Und ich habe gesagt, ich habe eine Maskenbefreiung. Ja, er will die Maskenbefreiung sehen. Dann habe ich es ihm natürlich gezeigt, dann hat er es sofort weggenommen. Und wie auch immer, und dann hat er es fotografiert und dann hat er meinen Pass oder einen Ausweis von mir wollen und dann habe ich ihn schon gefragt, also, wozu brauchen Sie das? Na, es war auf jeden Fall interessant und nach einem längeren Gespräch mit dem, der extrem, also vorwurfsvoll war, für mich komplett unverständlich, kam dann ein Schreiben von der Behörde und eine Vorladung vor das Gericht, also aber auch für meine Kollegin. Und und es gab dann eine, wenn ich es kurz mache, es gab eine zweistündige Verhandlung. Mit zwei Stunden? Zwei Stunden mit zwei Richtern. Okay. Und die Polizisten waren auch vorgeladen. Ja, und die Polizisten waren vorgeladen in kompletter Montur, also mit ihrem, ja, in ihrer Arbeitskleidung, also mit Bewaffnung und so weiter, was ich gesagt habe, wieso dürfen die mit Bewaffnung hier sein? Aber ja, da muss ich kurz unterbrechen, es ist tatsächlich so, wenn der Beamte an diesem Tag Dienst tut, dann wird der für die kurze Zeit der Verhandlung Dienst freigestellt und hat natürlich nicht die Zeit, sich umzuziehen, das heißt, der darf dann in Uniform und auch mit der dazugehörigen Ausstattung, also ich nenne es immer liebevoll den Haushaltsgürtel, ja, mit Handschellen und Schlagstock und Pfefferspray und Schusswaffe das Gericht betreten. Aber jetzt den nächsten Schritt, also zu meiner vollen Verwunderung. Da haben wir ja die richtigen Fragen gestellt. Danke, voll cool. Tschüss. Ciao, Papa. Zu meiner vollen Verwunderung, also einer der Richter war kurz vor der Pension, also ein älterer Mann, und der andere war relativ jung. Und die zwei Stunden waren also sowas von für mich unverständlich, weil erstens bin ich nicht mehr jung, ich bin Jahrgang 52, zweitens war ich einmal Lehrerin, drittens bin ich seit Jahren selbstständig. Also, ich
bin Coach und Trainer und ich arbeite seit 40, 50 Jahren mit Menschen und ich bin natürlich auch folglich nicht auf den Mund gefallen, weil ich ja immer mit Menschen arbeite. Und also es war für mich einfach unverständlich, was die zwei Richter pausenlos also hier gefragt haben. Das Thema war, warum ich aufs Klo gegangen bin oder dass ich damit eine Gesetzesübertretung gemacht habe. Ich hätte nicht gehen dürfen. Mhm. Und das zweite Thema war, die Polizisten waren der Meinung, dass wir noch zusätzlich den Kaffee im Lokal trinken wollten. Mhm. Und da ging es dann mindestens eine halbe Stunde bei dieser Gerichtsverhandlung, also dass sowas überhaupt gibt, habe ich nie gewusst. Da ging es mindestens eine halbe Stunde, wie die wartenden Coffee-to-go-Schalen am Tisch gestanden sind. Haben die in die Richtung geschaut zum Ausgang oder haben sie in die Richtung geschaut zum Lokal? Also, weil nämlich, wenn der Firmenschriftzug zum Ausgang geschaut hat, sozusagen der Kaffee wusste, dass er to-go ist, genau, oder? Genau. Aha. Man kann sie, also ich konnte mir vorher so einen Irrsinn, dass sowas gibt, in Österreich nicht vorstellen. Und es waren im Kaffeehaus auch die Stühle hinaufgeklappt und meine Kollegin und ich, wir haben Wintermantel angehabt und keine Spur von, dass wir uns hinsetzen wollten, weil wir im Bus den Kaffee trinken jetzt ja, genüsslicherweise vor der Tür. Aber wobei man natürlich, da bin ich schon wieder gemein und falle ins Wort, bei den Minusgraden, die es mitunter bei den Spaziergängen hatte, weil der Österreicher ja eh bei Wind und Wetter auf die Straße gegangen ist, gar nicht so genüsslich ist, einen Kaffee draußen zu trinken. Aber Gott sei Dank hat ja quasi die Politik entschieden, dass der Virus drinnen böse ist. Und draußen war es ja wurscht. Genau. Es gab ja damals auch diese tolle Regelung, man musste 50 Meter von der Station, wo man das Essen gekauft hat, wegstehen. Wenn dann 50 Meter entfernt alle aufeinander picken, ja, ist es wurscht. Also ja, Österreich hat da schon ganz groß vorgearbeitet. Genau, also wir haben dann auch über die 50 Meter gesprochen, weil einfach alles so lächerlich war. Aber jetzt geht es um was Interessantes, meiner Meinung nach. Also ich habe dann dem Richter erklärt, dass er was studiert hat, aber ich auch, vor allem meinen Begleitenden, das war der Ältere, und habe gesagt, Herr Richter, was hätte ich machen sollen? Ich musste definitiv wirklich aufs Klo gehen. Was tut man? Ich war sehr froh, dass der Wirt mich gehen hat lassen, weil ich habe gemerkt, den Wirt gefragt habe, darf ich bitte auf ihr Klo gehen, dass er nicht ganz happy war, weil der Wirt sich also schon vor irgendwelchen Strafen gefürchtet hat, weil er das Theater ja mir ist vorgekommen, also schon kennt, dass ein Theater auf ihn zukommen kann. Und der Richter gab keine Antwort. Nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde habe ich den Richter gesagt, sage, Herr Richter, ich frage Sie jetzt zum zweiten Mal, was hätte ich tun sollen? Es war kein anderes Klo offen. Wo geht man aufs Klo? Ich musste aufs Klo gehen. Er gab natürlich wieder keine Antwort. Er hat nur auf den Boden hineingeschaut oder auf seinen Tisch und hat also keine Antwort gegeben. Und am Ende habe ich versucht, also von ihm, nach zwei Stunden Verhandlung, habe ich versucht, von ihm eine Antwort herauszubekommen. Ich habe gesagt, Herr Richter, ich frage Sie jetzt das dritte Mal, was hätte ich tun sollen? Was hätten Sie gemacht, ja, in meiner Situation? Was hätte ich tun sollen? Ich musste aufs Klo gehen, war dankbar, dass ich aufs Klo gehen durfte. Natürlich wieder keine Antwort. Und da, also muss ich ehrlich sagen, also als normaler Mensch, du fühlst dich also wie... Ja, gedemütigt sowieso. Aber du fühlst dich nicht vor verantwortungsvollen Leuten oder vor einer verantwortungsvollen Stelle, sondern du glaubst, du bist im Irrenhaus. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja? Nachdem diese Verhandlung zwei Stunden gedauert hat, was war der Urteilsspruch? Was war das Conclusio von zwei Stunden Verhandlung? Geladenen Polizeibeamten als Zeugen, dem verplänkt man von Steuergeld, weil so eine Verhandlung kostet ja Geld, gerade mit zwei Richtern. Komplett. Was war dann letztendlich das Urteil? Komplett. Dazwischen war es ja nur lustig, weil die Polizisten haben also ein paar Sätze gesagt und ich habe dann sofort dazwischen gesagt, Moment, das stimmt überhaupt nicht. Ja, weil die haben gesagt, also dass ich kann mich nicht mal wortwörtlich erinnern, aber wir haben den Anschein erweckt, dass wollten wir unseren Kaffee im Kaffeehaus trinken. Ja, und das wäre ja... Also ja gut, da sind wir im Bereich der Mutmaßungen. Aber wie gesagt, was mich interessiert, was war dann letztendlich das Urteil der Richter? Er hat am Ende gesagt, der Richter hat dann kurz mit dem zweiten Richter noch gesprochen, hat gesagt, okay, wir haben gesehen, Sie haben alles so oder viel mitgeschrieben
Und sie können jetzt uns noch keine Antwort geben, weil wir kriegen es schriftlich zugestellt. Mhm. Und nach ein paar Tagen habe ich also schriftlich zugestelltes bekommen. Ich habe es natürlich zu Hause, aber es waren 3, 4, 5 Seiten. Kann man es nicht mehr, ich habe es nicht gemerkt, weil ich habe es nur schnell überflogen, weil wenn etwas für mich einfach sowas von unpassend und dämlich ist, dann kann ich mich dem nicht widmen, weil es ist einfach schade um meine Energie und um meine Zeit. Auf jeden Fall habe ich gesehen, ich habe eine Strafe von 350 Euro zu bezahlen, mhm. weil ich eben Verbotenes gemacht habe. Ich hätte nicht aufs Klo gehen dürfen und also ich habe eben den Anschein erweckt, also im Kaffeehaus bleiben zu wollen. Das, glaube ich, steht in dem Schreiben drinnen. Und ich habe dann beschlossen, dass ich die 350 Euro nicht bezahle. Und dann haben sie mich gemahnt und dann habe ich geschrieben, ich habe nichts verbrochen, ich zahle das nicht. Mhm. Und dann haben sie mich angerufen unter Motto, um Himmels Willen, ich soll es bezahlen, weil sonst werde ich eingesperrt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Haben sie mir angerufen, bitte bezahlen Sie das, weil sonst kosten Sie dem Vaterstaat diesen und jenen Betrag. Dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, sage ich. Also, darf ich fragen, nachdem Sie gesagt haben, Sie sind Lehrerin gewesen, welchen Tagessatz Sie bekommen haben, um diese Strafe abzusetzen in Form einer Ersatzfreiheitsstrafe? Also wie lange mussten Sie dann als Schwerverbrecherin brummen für das Delikt, als unbescholtene österreichische Bürgerin auf eine Toilette gegangen zu sein? Tagessatz, ich bin ja schon in Pension, also als Lehrerin, das haben Sie natürlich so nicht gesehen oder wurde in keiner Weise geltend gemacht, aber ich musste 2 Nächte und 2 Tage lang im Gefängnis bleiben. Also 48 volle Stunden, ja, der Freiheit beraubt. Absolut. Das Ganze im Polizeianhaltezentrum, vermutlich. Ja. Genau, das Ganze im Polizeianhaltezentrum und mit, was weiß ich was, mit dort ärztlicher Untersuchung und mit zum Teil einer Behandlung, wo du wirklich also das erste Mal kennenlernst, wie es ist, wenn du, wir Österreicher sagen, wenn du im Häfen bist. Mhm. Und ich kam in eine Zelle, wo es eine schwer kranke Frau gab, psychisch schwer krank. Und es war also eben ein Erlebnis. Ja, das sind dann mitunter 48 harte Stunden. Anstrengend, absolut. Und da habe ich erst auch gesehen, was sie mit Leuten machen, die sich nicht artikulieren können. Weil es gab kein Klopapier, nur Wann mit Mühe und Not und dann nur ein paar Blätter. Mhm. Und es gab also ein paar sehr komische Sachen. Sie haben die Glocke unserer Zelle ausgeschaltet, okay. Weil die Kollegin so oft angerufen hat, weil sie anscheinend so lästig war und. Also für den Seher möchte ich da kurz einfügen, wir reden da von einem Notfallknopf. Das heißt, wenn ein Inhaftierter oder eine Inhaftierte ein Problem hat, dann kann sie diese Glocke betätigen und dann kommt Aufseherpersonal, also in diesem Falle handelt es sich im Polizeianhaltezentrum um einen Polizeibeamten oder eine Polizeibeamtin. Und diesen Notfallknopf abzustellen, macht natürlich den Dienst leichter, ist aber meines Erachtens noch ein grober, fahrlässiger Verstoß, was die Aufsichtspflicht angeht. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur mal so ein Einwurf meinerseits. Genau. Also das waren ein paar Punkte, die ich kennengelernt habe, über die ich mich natürlich äußerst gewundert habe. Und also verständlicherweise. Es ist schon das Gefühl einer ganz komischen Art und Weise und Schikane, weil also ich habe dann gelesen, in der Zelle habe ich dann gelesen, was uns zusteht und es steht uns ein Spaziergang zu oder ein auf den gesperrten Platz. Der Hofgang. Und ich habe dann gesagt, ich gehe und habe die Kollegin überredet, dass sie also auch mitgeht. Sie gekommen, wir müssen hinausgehen. Und auf dem Weg, also war eine andere Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen. Und da bin ich auf eine Toilette gegangen, was sich Bibliothek nennt. Und auch dort wieder kein Klopapier. Ja, und ich habe dann natürlich also schon einen Polizisten gerufen und habe dann gefragt,
wo liegt also der Sinn, dass es hier kein Klopapier gibt. Na, und vor allem, da muss ich auch nochmal unterbrechen, wir reden ja von einer Krise, in der es die ganze Zeit nur um Hygiene und Gesundheit geht. Ja. Und dann fand ich es total spannend, ich habe diese Erfahrung auch mit dem Roman gemacht, der auch gesagt hat, Toilettenpapier ist ein No-Go. Also wir sind im 21. Jahrhundert von einer gewaltigen Krankheit. So, ich habe jetzt kurz den Akku gewechselt. Ich gebe euch jetzt mal das Stichwort Klopapier, wo ich mich selbst erinnere, 3 Tage lang im Gefängnis kein Klopapier bekommen zu haben. Also können wir vielleicht da wieder fließend weitermachen. Ich wollte gerade sagen, wir hatten einen kleinen Blackout, sind zurück. Wie gesagt, ich kenne dieses Schicksal, weil auch der Roman während seiner Haftzeit kein Toilettpapier zur Verfügung hatte die ersten Tage. Und ich habe das mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass man eben in einer Zeit, wo Hygieneregeln alles bedeuten, wo es um die Gesundheit geht, Inhaftierten nicht einmal das Mindestmaß an Hygiene zukommen lässt, nämlich ein Toilettpapier. Es ist grotesk. Aber ich stelle mit Freuden fest, Sie haben das Lächeln und das Lachen nicht verlernt. Das heißt, Sie haben diese 48 Stunden den Umständen entsprechend gut überstanden. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, Sie haben schon gesagt, Sie haben das damals an die Medien, also an Printmedien gegeben in Form eines Leserbriefes. Gab es da Reaktionen auf diesen Leserbrief? Es gab Reaktionen von Freunden von mir, die gesagt haben, wah, ich bewundere dich und wow, dass du das gemacht hast und wow, wie geht's da? Also war ja lächerlich, weil die 2 Tage natürlich, also man, mir geht's ja persönlich sehr gut. Und also ich habe es natürlich gut überstanden, aber ich habe einen Einblick gekriegt, der schon eben, wie soll ich sagen, sehr negativ und sehr, sehr beeindruckend war. Ja, vor allem also im Namen der in der Zelle seiten kranken Dame, die seit 30, 40 Jahren arbeitsunfähig ist und die aber, ich glaube, 3 Monate lang sitzen muss wegen Ruhestörung. Und also das war, also ja, das war also ein interessanter Einblick für mich. Ich glaube, ich habe meinen Namen noch nicht gesagt, aber also mein Name ist Brigitta Lang. Und gerade wenn ich früher an meine Zeit denke, wo ich Lehrerin war, also 90% oder mehr der Schüler haben mich geliebt und ich sie auch. Und ich sollte das jemand von meinen alten Schülern hören, von meinen ehemaligen Schülern hören, dann kann ich nur sagen, ja, wir dürfen selber mitdenken, wir brauchen uns nicht alles gefallen lassen und es ist einfach unmöglich und wir müssen uns selber wehren. Und so habe ich eben auch meine Aktion gesehen und habe gesagt, das geht gar nicht. Ja. Nur aufs Klo gehen dürfen wir offensichtlich nicht. Nein. Also es war Ihre freie Entscheidung, das abzusitzen, ja, und die Justiz hat absolut. Das auch ohne Pfändung sozusagen genehmigt und Sie für das unglaubliche Vergehen auf eine Toilette gegangen zu sein und den Kaffeebecher vielleicht in die falsche Richtung gedreht, auf dem Tisch warten zu lassen, ganze 48 Stunden in Haft gesetzt. Genau. Ich sag vielen Dank für das Interview und ich hoffe, dass uns derartiges in Zukunft als Gesellschaft erspart bleibt und ich hoffe, dass wir in Zukunft als Gesellschaft solche Dinge auch aufarbeiten, weil wir sind in einem Land, in dem man irgendwann einmal gesagt hat, man darf nicht vergessen und nie wieder Faschismus. Und für mich sind diese Maßnahmen und dieser Umgang mit den Bürgern meines Erachtens noch doch sehr, sehr nahe an der dunklen Geschichte. Da bin ich vollkommen Ihrer Meinung oder deiner Meinung. Ich war echt geschockt. Also wenn es mir selber nicht so passiert wäre, ich habe natürlich bei den Demonstrationen genügend gesehen, voller Stolz, Demonstrationen in Begleitung, sehr oft von meinem Sohn und meinem Enkel. Okay. Und das ist einfach wichtig, weil, wie gesagt, wir sind immer die Frage, wie wehren wir uns, was können wir als Einzelner tun? Und deshalb also habe ich gesagt, na, das schaue ich mir an, ich lasse mich einsperren. Und dann, wie meine Zeitung gesagt hat, gibst du mir den Artikel oder was? Und habe ich gesagt, ja, wenn es wem hilft, sehr gerne. Dann komme ich. Nur um das geht's.
Dann komme ich nochmal auf die Reaktionen zurück. Also wie gesagt, es gab aus dem befreundeten Umfeld Reaktionen auf diesen Artikel oder das Geschilderte. Gab es Seiten der Justiz oder gab es seitens der Polizei, also dass sich ein Polizeibeamter daraufhin gemeldet hätte und gesagt hat, nichts dergleichen. Also die offiziellen Stellen haben auf diesen Bericht gar nicht reagiert. Nein, okay. Gar nicht. Ja, und also... Ja, es ist erschreckend und ich habe an einer Abenddemonstration, aber bei den Demonstrationen geht ja oft der Zuständige für die Polizei, wie heißt das gerade, er ist auf jeden Fall. Also die größeren Demonstrationen in Salzburg. Oft, die Person mit. Stimmt, da ist ein Einsatzleiter vor Ort und manches Mal auch ein Polizeijurist. Und da sollte man eigentlich erwarten, dass man wegen so böser Delikte wie eine Toilette aufzusuchen. Leider ist nun auch dieser Akku leer, da dieserjenige, welcher schon vorbenutzt war, und habe nun keinen anderen vollen zur Verfügung. An diesem Tag haben Elvis und ich 4 verschiedene Aktionen an den Start gebracht. Und so erklärt sich dieser Tribut anhand meiner dürftigen Ressourcen, die ich für CryptoTV zur Verfügung habe. Leider wird mein Medienkanal so gut wie nie gefördert. Ob es sich um das Verbreiten meiner Videos handelt, das Liken unter dem Video und sowie den Kommentieren unter dem Video auf YouTube. Ebenfalls habe ich finanziell nicht die Möglichkeiten, meinen Kanal mit der entsprechenden Hardware wie genügend Akkus für die Kamera und anderen wichtigen Materialien wie bessere Mikros und vielen anderen Mitteln. Diese Woche ist auch noch meine ältere Kamera kaputt gegangen, die ich immer dazu benutzt hatte, sie einzuschalten, währenddessen ich den Akku für die Hauptkamera wechseln konnte. Ich muss leider schon sagen, dass viele Menschen über den ORF, aber auch den anderen öffentlichen, mit Steuergeldern finanzierten Medienkanälen schimpfen und sich eine bessere und ehrlichere Berichterstattung beschweren. Aber leider wollen sie ebenfalls nicht die alternativen Medienkanäle, wie zum Beispiel den meinen, promote, technisch und finanziell unterstützen. Ich gehe nun auch neben der Arbeit meines Medienkanals eine andere Arbeit nach, um meinen Lebensunterhalt aufrechtzuerhalten. Doch das, was ich dort verdiene, reicht gerade mal nur, um meinen minimalen Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Das bedeutet, dass ich wie einst als selbstständiger Medienbetreiber diese Arbeit wohl nicht mehr so umfangreich gestalten werden können. Denn diese Arbeit erfordert von mir einen 7 Tage oder besser gesagt 365 Tage Leistung. Vom Aufstehen aus dem Bett bis zum Schlafengehen. Medienarbeit ist ein Fulltime-Job. Meinen letzten Urlaub hatte ich deswegen das letzte Mal vor 14 Jahren. Kaum ein Wochenende Zeit, wo ich mal abschalten konnte oder mich mit meinen Freunden zu treffen. Denn die sind auch schon ziemlich traurig deswegen, dass sie mich selten sehen. Dieser Job verlangt eine große Verantwortung und wie schon erwähnt, viel Lebenszeit. Ich bin nun so ziemlich am Ende und das nicht nur finanziell, sondern auch körperlich und psychisch. Man nennt so etwas Burnout. Daher wird es wohl bald mit CryptoTV vorbei sein. Mal sehen, wie lange ich das mit meinem anderen Brotjob-Beruf durchhalten kann. Es ist leider sehr schade, dass gerade dieses Interview mit den Erfahrungen dieser Pensionistin, die wegen eines Toilettenbesuches ins Gefängnis musste, nicht zur vollen Gänze wegen Materialmangels ausgeschöpft werden konnte. Ich habe nun 14 Jahre lang mein Bestes gegeben und muss hoffen, dass ihr hier diese meine Worte versteht. Nun denn,
Gehabt euch wohl, ihr österreichischen Mitmenschen, die sich eine gerechte Lebensweise in unserem Lande wünschen.